Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Datenhaltung in Java. Ja, was wir dieses Mal machen, ist ein Vorschlag von einem Nutzer gewesen. Der hat mir einen Kommentar geschrieben und gemeint, eventuell könnte man doch die ganzen unfertigen Beiträge, also die ganzen unfertigen Einträge, die wir hier haben, nämlich den Herrn Nobody und Last Name Null, ja, einfach mit einer Funktion aus der Datenbank auslesen und dann ausgeben, damit man weiß, ob man irgendwas füllen könnte. Ja, genau das werde ich jetzt tun. Also wir werden hier eine Funktion public result set wird das natürlich, also wieder in unserer Main, da wir auf die Datenbank zugreifen. Public result set. Ja, wie nennen wir die Methode? Get unfinished, würde ich sagen. Und wir brauchen eigentlich keine Argumente, da wir hier sowieso ja einfach nur die Dinge auslesen. Wir werden hier natürlich dann zwei Abfragen kriegen, die wir gesondert quasi ausgeben können oder sollten. Denn einmal aus der Tabelle mit den Rechnungen und einmal aus der Tabelle mit den Customers. Die Tabelle mit den Rechnungen werde ich jetzt aber hier vernachlässigen, denn in der Rechnungstabelle haben wir ja einmal den Schlüssel, der auf den Customer schließt und einmal den Schlüssel, der auf die Rechnung schließt. Und das letzte wäre dann der Betrag. Und eine Rechnung ohne Betrag sollte eigentlich auch nicht eingetragen werden können. Ja, deswegen werde ich mich jetzt hier natürlich auf die Customers beziehen. Sollte eigentlich natürlich dann also machbar sein, dass man die auch updatet. Das werde ich dann vielleicht im nächsten Video machen. Wahrscheinlich. Ich kopiere einfach jetzt hier mal dieses Statement, damit wir nicht wieder von Null anfangen müssen. Also wir haben hier schon mal Return Execute SQL. Das wäre dann schon mal das Result Set, was wir hier bekommen. So, und jetzt selektieren wir Folgendes. Also ich würde vielleicht empfehlen, dass der Nutzer auch weiß, was er updaten soll. Dass wir hier einfach alles zurückgeben. Select All. Und ja, dass wir hier dann natürlich die Customer-Tabelle nehmen. Und hier brauchen wir keinen Join, sondern wir müssen das Ganze mit einem Where machen. Nämlich ganz einfach where, und jetzt der Name unserer Spalte, der null ist, also der Name unserer Spalten, die null sein könnten, where. So, wir haben hier bei Herr Nobody beziehungsweise bei Nobody Herr null, haben wir den Nachnamen als null und der Vorname ist belegt. Kann natürlich auch andersrum sein, dass jemand uns nur den Nachnamen gibt und später vielleicht was ergänzen möchte. Das heißt, wir sagen where, hier sind die Anführungsstriche. First Name. Ups. Ich glaube, ich brauche gar keine Anführungsstriche eigentlich. First Name ist null. So, und jetzt brauchen wir das Ganze einfach mit einem Oder verknüpft. Also sagen wir hier einfach mal Or Last Name ist null. Or, was könnte noch null sein? Naja, was haben wir noch? Die Street war es, glaube ich. Ist. Ups, Street sollte ich nicht komplett groß schreiben. Street ist null. Or City ist null. Also, wie gesagt, ihr könnt Groß- und Kleinschreibung machen, wie ihr wollt. Ich habe nur gerne die Eigennamen klein geschrieben, außer First Letter. Und der Rest schreibe ich halt immer groß. Das ist irgendwie, keine Ahnung, bei mir so eingeprägt worden, wenn man das oftmals so sieht. Ja, kommt auch darauf an, wo man es lernt, glaube ich. Also werdet ihr wahrscheinlich genau denselben Macken haben. So, jetzt sollten wir natürlich noch auf diese Funktion zugreifen können. Deswegen klammer ich den Parser hier mal aus und sage hier nicht m.getPayments, sondern m.getUnfinished. So. Und jetzt werden wir mal gucken, was es da so gibt. So, wir haben hier ID 51, First Name ist Nobody, Last Name ist Null und Street ist Null und City ist auch Null. Das heißt, wir haben jetzt alle Einträge gefunden, die hier Null sind, denn mehr haben wir noch nicht eingetragen. Und wenn wir jetzt hier updaten würden, was wir noch nicht können, da wir noch keine Funktion dazu haben, hier waren wir, dann würde tatsächlich auch, wenn wir zu den Rechnungen gehen, würde hier statt Last Name endlich mal nicht mehr Null kommen, sondern was Vernünftiges. Gut, und diese Methode schreiben wir jetzt noch, nämlich die
public bool müsste es natürlich sein, boolean update, sagen wir update element einfach. Ja, machen wir das tatsächlich noch in diesem Video. Ich würde sagen, ach ja, das passt hier ganz gut rein noch. So, ach so, vielleicht sollten wir das hier natürlich nur auf die Customer-Spalte beziehen. Also würde ich sagen, Update Customer statt Element. Update Customer. Und jetzt nehmen wir uns hier einfach mal einen Integer, damit wir wissen, auf welche Spalte wir zugreifen wollen. Also wenn wir den First Name ändern wollen, dann sagen wir hier einfach, okay, wir schreiben hier eine 1 hin, dann wird das Ganze beim First Name geändert. Wenn wir eine 2 hinschreiben, wird der Last Name geändert und so weiter und so fort. Denn wir wollen ja vielleicht auch mal den Namen ändern, falls jemand heiratet oder sonst irgendwas oder umzieht, wäre vielleicht noch einfacher. Street und City können jetzt sicher da, können sich ja da ziemlich gut ändern. Ja, also sagen wir jetzt hier einfach Update Customer int Spalte. Oder wir geben der Spalte sogar Namen, ist vielleicht sogar noch besser. Denn SQL arbeitet ja über die Namen, String Spalte und String New Value, so neuer Wert halt. Genau. So, und jetzt sagen wir hier, okay, wir führen das jetzt neu aus. Ja, das Ganze läuft natürlich wieder über ein Prepared Statement, wie wir es unten schon hatten. Da sagen wir dann einfach, okay, hier Prepared Statement, oh, das ist nett. Dankeschön. PS gleich Connection Punkt Prepare Statement. Und hier sagen wir dann, okay, Update. Update, so. Wir wollen Customer updaten. Update Customer Set. Und dann wollen wir hier natürlich die Spalte haben. Das heißt, wir sagen hier Fragezeichen gleich Fragezeichen. Und das war es dann auch schon. Das sind unsere zwei einzigen Sachen, die wir hier setzen wollen. Das wird natürlich surrounded mit einem Try and Catch. Und ja, diese Fragezeichen, das kennt ihr ja schon aus den vorangegangenen Videos. Das ist jetzt an für sich nichts Neues mehr. So, ps.setString nehmen wir hier dafür. Und Parameterindex ist der erste. Also hier fängt man irgendwie witzigerweise bei 1 an. Warum auch immer. Das wäre dann natürlich die Spalte, also wir wollen die Spalte setzen. Dann sagen wir ps.setString 2 und das wäre dann der hintere hier. Also man ersetzt quasi die Fragezeichen hier durch. Das erste Fragezeichen ist das zweite Fragezeichen. Das erste Fragezeichen ist, wo wollen wir was Neues setzen? Das zweite Fragezeichen ist, was wollen wir Neues setzen? Das wäre dann der New Value. So, und dann sagt man hier ps.execute Update. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen hier, dass wir execute update nehmen und nicht einfach nur execute oder sonst irgendwas, sondern das passende dazu. Und dann sagen wir ps.close. Und fertig sind wir. So, ja, jetzt wollen wir hier einfach mal das Ganze ausprobieren, indem wir hier, achso, der Boolean natürlich noch, hier drin sagen wir einfach mal return false, logischerweise. Und das kann sogar relativ häufig passieren, hier mal eine SQL-Exception zu kriegen, denn die fliegt uns immer um die Ohren, wenn wir zum Beispiel die Spalte hier nicht finden oder wenn der Value hier nicht wirklich passend ist oder sonst irgendwas oder wenn er zu lang ist. Es ist ja da auch beschränkt, zum Beispiel auf 255 Zeichen normalerweise. Ja, und ansonsten returnen wir true. Das heißt, es hat funktioniert. So, ja, jetzt führen wir das Ganze mal aus. Und sind schon fertig, weil wir vergessen haben, beziehungsweise weil ich vergessen habe. Ich blame immer euch, dabei bin ich der Schuldige. Ja, hier oben natürlich dann noch nicht nur Print Result zu machen, sondern dann auch eine Eingabe zu erwarten. Wir haben natürlich hier noch nicht die Möglichkeit, jetzt über den Parser das zu machen, das kommt dann danach. Ich wollte nur so schnell wie möglich diese Methode implementieren. Denn ich finde es cool, wenn mir jemand einen Kommentar schreibt und mir eine tolle Idee bringt. So, Update Customer Spalte und dann würde ich sagen, achso, wir müssen natürlich auch noch finden, wo wir das genau updaten wollen. Ja, das habe ich vergessen. Das tut mir furchtbar leid. Where, natürlich. Und jetzt können wir hier
natürlich auch noch über String given column und String value oder given value vielleicht besser. Oder wenn wir das Ganze sowieso so updaten, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt über die ID. Das ist vielleicht einfacher, als über diese Werte zu gehen. Int ID. Dann wissen wir genau, wie und wo wir da sind. Sonst gibt es teilweise Mehrdeutigkeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel jede Julia updaten, dann steht da überall der Nachname nachher anders. Okay. ID gleich Fragezeichen. Das heißt, wir haben hier noch ein drittes Fragezeichen. PS.setString. Natürlich das dritte Fragezeichen und zwar nicht setString, set int, macht der Gewohnheit. So setInt und dann kriegen wir natürlich hier die ID rein. Okay, und dann können wir das Ganze ausführen. So. Und jetzt sagen wir hier natürlich, hier haben wir 51 rausgekriegt als ID. Okay, der New Value. Achso, die Spalte ist zunächst einmal der Last Name, den wir ersetzen möchten. Der New Value ist, wie nennen wir den Herrn Nobody? Niemand. Und die ID ist 51. So. Das Ganze soll natürlich über den Parser dann ein bisschen besser funktionieren, aber jetzt mal nur die Funktion an sich zu testen. So. Und ja, jetzt haben wir hier geupdatet. Wir können es natürlich noch nicht sehen. Wenn wir es jetzt laufen lassen, dann sehen wir, dass der Last Name immer noch auf Null ist. Wenn wir hier jetzt das hier machen, habe ich schon mal gerade vorgetippt. Weil ich selber gerade irgendwie verwirrt war, dann sehen wir, dass die Funktion hier nicht funktioniert hat. Die Update-Customer-Funktion hat nicht richtig funktioniert. So, das heißt, wir müssen hier die Update-Customer-Funktion, also wir landen hier auf jeden Fall bei einer SQL-Exception. Warum? Ja. Ja, das liegt daran, dass wir hier dieses Fragezeichen gesetzt haben. Wenn wir jetzt hier einfach schreiben, Last Name gleich Fragezeichen und hier das ausklammern, hier eine 1 einfügen und hier eine 2, damit das Ganze funktioniert, dann funktioniert das Ganze, wie wir sehen können. Das heißt, diese Funktion über Prepared Statement funktioniert halt nur, wenn man hier die Variablen einsetzt und nicht vorne dran. Das ist das Traurige dran. Ja, weil hier eben dieser String automatisch, also hier wird er als String eingefügt und hier brauchen wir aber, hier würde er durch das Fragezeichen auch als String eingefügt. Das heißt, wir kriegen dann am Schluss sowas hier, last, also da rein dann. Moment, ich zeige es euch im Dings drin. Hier würden wir dann statt Last nehmen das hier bekommen und das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen hier Folgendes machen. Wir schreiben hier einfach Plus und hier ein Plus. So. Ja, natürlich nicht Last nehmen, sondern Spalte. Upsala. Und probieren das einfach mal aus, ob es funktioniert. Das sollte meiner Meinung nach funktionieren. Und es tut auch. Ja, warum ich das nicht vorher gemacht habe, ganz einfach, ich wusste es nicht, denn es hat einfach seine Tücken, die man, selbst wenn man es vorher probiert, nicht immer alle merkt. Ja, also folgendes. Warum das hier nicht funktioniert hat, ist folgendes. Wenn wir hier über Fragezeichen was einfügen, dann setzen wir das Ganze als String drin und dann werden noch Anführungszeichen in diesem SQL-String zwischen reingepflanzt. Das heißt, hier steht dann Last Name in Anführungszeichen drin und das können wir bei einer Spalte nicht gebrauchen. Die dürfen keine Anführungszeichen haben. Wenn wir das Ganze hier einfach per Java String Add, also hier einfach konkatenieren, reinpacken, dann hat es keine Anführungszeichen und dann funktioniert das Ganze. So, und jetzt können wir eine Funktion hier aufrufen, die uns einzelne Customers verändert, wo wir sie gerade brauchen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und danke für den Tipp nochmal. Ja, ich freue mich natürlich immer wieder, wenn Tipps kommen. Das heißt, schreibt ruhig weiterhin Tipps und ich werde die dann einfach früher oder später in die Videos einbauen. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.